So. Ich habe keine Ahnung, ob er das hier anzeigt. Machen wir die Freundesliste schnell weg. Ob er das hier anzeigt. Was ist da los? Wir möchten ein Achievement machen. Perfekte Fahrt von Pristina nach Bielopolje. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Wir schauen jetzt mal. Ja. Nö. Das ist nämlich direkt hier nebenan. Und jetzt haben wir hier auch keinen nach Pristina. Das ist alles schon wieder ewig weit weg. Und damit ist dieser Plan erstmal gestorben. Wir haben aber auch offenbar noch nicht alle Städte. Drei Stück fehlen noch im Balkangebiet. Und ich sehe gar nicht, wo. Drei Städte fehlen, sagt er mir. Aber welche denn bloß? Wir schauen auf die Karte. Ja, oder was? Oder ist das. Ach, das ist wahrscheinlich einfach nicht aktualisiert, hä? Ah. So, dann haben wir aber noch hier von Rijeka nach Zadar das Achievement. Und wir gucken mal. Nee. Das ist auch alles nicht drin. Deliver the following cargoes to complete the production chain in this order. Oh. Es ist ja toll, dass ich das nicht ganz lesen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das überhaupt seht im Overlay, aber das finden wir jetzt raus. Da muss ich wohl mal nachlesen. Cutscenes soll ich mir anschauen. Hier sehe ich jedenfalls kein Kamerasymbol. Das habe ich mir höchstwahrscheinlich schon angeschaut. Da bin ich mir nicht sicher. Ob man das den Kameras ansehen kann, weiß ich auch gerade nicht. Ja, man kann denen das ansehen, dann sind die nämlich blau. Ach, guck mal, da muss ich ja sogar für noch Bielopolje. Habe ich da eine Garage oder kann ich da hinhüpfen? Sieht nicht so aus. Habe ich hier eine Garage? Ja. Wir hüpfen mal nach Podgorica. Podgorica. Whatever. Lädt und lädt und lädt und lädt. Und trinken mal in der Zwischenzeit einen Schluck Wasser. Nicht. Der ist nicht schön, aber selten. Ich wollte ihn mal ausprobiert haben. Ach so, ja. Wir wollen ja einen Weakpunkt setzen. Fahrt vorsichtig. Ja, und das ist halt sowas, ne? Im Spiel brauche ich ja eigentlich nicht gucken, in Realität würde ich. Wäre halt so geil, wenn die eigenen LKW-Fahrer mal im Depot vorbeikämen zur Wartung, zum Auftanken, zum Schlafen. Weil die Dienstwoche vorbei ist. Aber die arbeiten ja 24/7. Also ich ist vollkommen durchkapitalisiert, deren Leben. Nach rechts ab. Die dürfen zwar noch schlafen, aber alles andere nicht. Keine Pausen.
Kein Urlaub, keine Freizeit. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Du fährst oder du fliegst. Bitte Sie? Rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Okay. In fort. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. 60. Direkt wieder gilt jetzt ab dem Schild 40. Ja. Auch wieder gemein, weil eigentlich kommt es erst hier. Ich habe das eigentlich als Ankündigung verstanden. Kann ich hier einfach durchfahren? Mach die Schränke auf. So, 40 gilt immer noch. Oh, wir kommen auf dem Highway. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Direkt in den Tunnel. Da ist 100. Das ist auch immer großartig, dass ich hier von solchen Föhnen überholt werde. Das klingt doch nicht wie ein Auto. Ich würde doch den Motor bei der Geschwindigkeit nicht hören. Da hörst du nur so ein Rauschen von den Reifen. Das hier ist auf jeden Fall eine krasse Brücke. Die wird bestimmt bekannter sein, aber ich kenne sie nicht. Und die sieht teuer aus. So, und da vorne müssen wir jetzt ab. Aber wir haben auch gar keine Wahl. Denn da ist die Bahn dicht. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts. Was macht er da vorne? Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, 80, alles klar. Nie im Leben würde hier ein 60-Schild stehen. Zumal eben schon eins stand.
So, da kann keiner kommen, weil da gesperrt ist. Ihr ein 40-Schild gesehen? Also man muss aufpassen hier, wie es Gewitter. Überall sind hier Tempolimits. Ja, wenn der Kessel voll ist da vorne, dann wird das jetzt dauern. Also ich würde hier nicht überholen, zumal ich auch nicht weiß, mit welcher Geschwindigkeit die Kollegen von da oben runterkommen. Tempolimit ist 70, das ist schnell. Ich werde aber auch auf absehbare Zeit den Kollegen Brummifahrer da vorne nicht los. Tunnel. Das ist ein Tunnel. Ja gut, das war aber knapp. Steht einfach so eine Bark und zwei Hütchen rum, weil da Dreck auf der Straße liegt oder was? So, da vorne passiert was, da sollen wir links abbiegen. Demnächst links abbiegen. So, dann machen wir Biegen das Sie nach links mal. ab. Hier ist 50. Ist die Frage, ob das auch hier links gilt. Aber ja, was in Realität eigentlich nicht so wäre. Hier müsste wieder das Maximallimit für Landstraßen gelten. Kein Vorfahrtsstraßenschild, aber hier rechts können sie rauskommen. Hier ist einfach so 50. Problem ist nämlich bei dem Spiel, dass wenn die keinen Trigger gesetzt haben, je nachdem von wo ich komme, ist hier vielleicht jetzt auf einmal 70. Es wurde nicht aufgehoben, es stand kein Schild da, plötzlich ist 70, da war ein Trigger. Da ist jemand online gekommen und schreibt mich vielleicht gleich an. Bei den wichtigen Leuten gibt es einen Ton, damit ich es mitkriege. Und da spielt jemand Deep Rock. Oh, super. Einfach eine. Ah, guck mal da, ein Prozentschild. Gibt's doch. Im vorherigen Video hatte ich mich darüber beklagt, dass ich die nie sehe. Also in Realität hätte mich von da hinten definitiv schon lange jemand überholt. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung in den bergigen Staaten in Europa.
dass die Einheimischen es auch auf diesen Strecken hier sehr, sehr eilig haben. Wohingegen man als Ortsfremder da doch einen gewissen Respekt hat. Vor allen Dingen auch wegen den Straßenbedingungen da zum Teil. Das ist alles mitunter recht aufregend. Ja, schön fand ich ja jetzt die Neuerung im American Truck Simulator, dass da manche von den Viewpoints und auch von den Schlafplätzen erst entdeckt, schrägstrich befahren werden müssen, um auf der Karte aufzutauchen. Das ist zwar ein bisschen lästig, wenn man so ein Komplettionist ist, der das irgendwie abhaken will und vielleicht keinen Bock drauf hat. Aber ich finde diesen Erkundungsmodus, der dadurch entsteht, eigentlich ganz nett. So, was haben wir hier? Da ist der Es ist vorbei. Viewpoint. Der süße kleine Ständi hier. Da ist die obligatorische Oma. Die ist im Kittel zur Welt gekommen. Die Ludwika Thaler Bridge. Die sieht auch schrecklich teuer aus. Ja, das nervt auch so. Es ist egal, welches Steuerelement du berührst, auch wenn du einen Screenshot machst, kommt diese Nachricht, dass ich Escape drücken soll, um aus der Cutscene rauszukommen. Zeigt es am Anfang einmal an und gut ist. Habe ich da das Schreien von den Ziplinern? Ah. Da kriege ich ja wieder Fernweh. Das sieht irgendwie so aus, als würde der Fluss bergauf fließen. Zipline. Wunderschön. Und nun haben wir hier noch irgendwie so ein Fotogerät. Da holen wir mal den Fotoapparat raus. So. Geschissen. Zack. Hier so ab. Ah. Da kommen sie. Bäh. Und darüber. Aber hier habe ich das eben geträumt. Ne, das sind nur Oberleitungen. Die möchte ich nicht runtersippen. Das eine ist einfach nur die Werbe. Sipp. Ja. 124 Meter. Ist ein Schritt. Damit ist das Video jetzt auch erstmal vorbei, denn eigentlich wollte ich ja was anderes machen.